Wenn die alle für sich alleine stehen, dann feuere ich jetzt echt 22 ab. Statusbericht 22, Private Paul. Ich bin wirklich gespannt. Ich kann mir jetzt auch keine 1000 Tracks irgendwie so anhören. Aber wir fangen mit 22 an, Leute. Kommt. Wir pushen jetzt 22, okay? Ich kann mich noch erinnern. Silvester 22, wo war ich da? Oder 21 auf 22, je nachdem. Ah, okay, jedes Jahr. Macht Sinn. Es ist immer wieder nervig, aber immer wieder schön, auf eine Reise durch meine Erinnerung zu gehen und das nächste Scheißjahr in einen Text zu gießen, und es hält mich davon ab zu explodieren. Ah, krass, ey. Ich habe hier von dem Künstler noch nie was gehört, aber ich finde es jetzt schon mega stimmungsvoll. Abgesehen davon ist der Mix vielleicht ein bisschen zu leise, lass mich mal überraschen. Aber textlich, ich könnte mir vorstellen, in welche Richtung das geht. Ich bin gespannt. Aber immer wieder schön, auf eine Reise durch meine Erinnerung zu gehen und das nächste Scheißjahr in einen Text zu gießen, und es hält mich davon ab zu explodieren. Halbwegs raus aus der Midlife-Crisis oder Dreiviertel-Life vielleicht, ich weiß nicht. Und mit jedem... raus aus der Midlife-Crisis. Oh. Hey, Flo, vielen Dank. Du bist der 100. Sub. Juju. Herzen gehen raus. Vielen, vielen Dank, mein Freund. Die Textzeile eben mit der Midlife-Crisis fand ich echt stark. Alter. Es ist immer wieder nervig, aber immer wieder schön, auf eine Reise durch meine Erinnerung zu gehen und das nächste Scheißjahr in einen Text zu gießen, und es hält mich davon ab zu explodieren. Halbwegs raus aus der Midlife-Crisis oder Dreiviertel-Life vielleicht, ich weiß nicht. Und mit jedem Jahr, das ich am Leben war, hat es erst mehr und dann weniger wehgetan. Du musst nur die 30 überleben. Oh yeah. Dann wird es leichter, keinen Scheiß mehr zu geben. Deine Gefühle verstecken, mit keinem drüber reden. Und auch deine Zeit wird vergehen. Und ich hab jetzt verstanden, warum es immer schwieriger wird, diese Texte zu schreiben. Weil mich immer weniger Dinge genug... Wie gut ist das denn? Ich habe so das Gefühl, ich gehe auch gleich zurück, das Gefühl so, wenn der Beat einsetzt, beziehungsweise die Drums hier so, ne, das Instrumental im Hintergrund so, und hier mit dem Feuerwerk, ne, wenn man sich so vorstellt, der schreibt jedes Jahr so einen Statusbericht und dann kommen so die einzelnen Banger wie bei so einem, also hier Kracher wirklich im wortwörtlichen Sinne, wie bei einem Feuerwerk, dass du irgendwelche Böller hörst, ne, so, und dann kommt so ein, ich sage ja immer Klangoase oder Klangkorridor, und es breitet sich so vor dir aus und erstens fängt so ein bisschen an und so und Oder Dreiviertel-Life vielleicht, ich weiß nicht. Nice. Mit jedem Jahr, das ich am Leben war, hat es erst mehr und dann weniger wehgetan. Du musst nur die 30 überleben, dann wird es leichter, keinen Scheiß mehr zu geben. Deine Facts. Gefühle verstecken, mit keinem drüber reden. Und auch deine Zeit wird vergehen. Ich hab jetzt verstanden, warum es immer schwieriger wird, diese Texte zu schreiben, weil mich immer weniger Dinge genug beschäftigen, um mir im Gedächtnis zu bleiben. Und verdrängen und vergessen ist leichter, als ständig nur high und am Pennen zu sein. Leichter, als Schwäche zu zeigen. Doch leider rächt sich das meistens. Und jedes Mal im Herbst, wenn ich merk, dass keiner sich einen Dreck um mich schert, lass ich mich in dieses endlose Loch fallen, das meine Depression nährt und verstärkt. Bro, jetzt mal ohne Witz. Boah, Leute, was macht ihr mit mir? Auch hier wieder so ein geiles Ding. Ich finde, mir gefällt es total. Also ich finde, es ist so, du kannst dich so driften lassen. Ne? Das ist, wenn ich mir vorstelle, so im Silvester- bzw. Neujahrsatmosphäre ist immer so ein ganz komisches Ding. Ne? Du bist ja so in einem eigenen Film drin und jeder ist irgendwie mit Vorsätzen. Weihnachten war gerade so, du guckst zurück, so die Feiertage, bist irgendwie noch vollgefressen, so Familie war da. Du bist halt den kompletten Overload. Freunde hast du vielleicht so für 2 Tage nicht mehr gesehen oder gerade intensiver als sonst. Es ist alles ziemlich strange. Die Stimmung ist so eine komische, ne? Und wenn ich mir das Lied anhöre, kann ich mich so richtig reinfallen lassen. Sich das meistens. Und jedes Mal im Herbst, wenn ich merk, dass keiner sich einen Dreck um mich schert, lass ich mich in dieses endlose Loch fallen, das meine Depression nährt und verstärkt.
Und so wie jedes Mal spüre ich es, dieses Gefühl, das mehr als Müdigkeit ist. Dieses Gefühl, dass man all seine Gefühle vergisst und dass jedes Leben in einem verglüht und erstickt. Ich bin so festgefahren in meiner düsteren Welt aus den letzten Jahren, aus meinen besten Jahren. Und jedes Mal ist ein letztes Mal. Ein paar neue Leute kennengelernt, ein paar Leute, die ich Freunde nannte, kenne ich nicht mehr. Doch ich kenne den Schmerz, jeder Beat, auf den ich schreibe, ist mein brechendes Herz. Ich wusste, dass es unglaublich schwer wird, mein Leben zu ändern von Grund auf. Und dass ich aus eigener Kraft es wahrscheinlich nicht schaffe und deswegen die Angst und den Druck brauch. 10 Kilo runter, aber immer noch fett. Seit Monaten habe ich keinen Schnaps mehr gekauft. Bin 1000 Mal an der Alster gelaufen und hab trotzdem jeden Tag eine Schachtel geraucht. Ich hab nicht mehr gestreamt, nicht mehr gezockt, nichts mehr gezogen und nicht mehr gesoffen. Ah, das ist auch so, da muss ich auch direkt rein mal. Ne? Ihr kennt ja kleinen Andi, muss immer so sein Ding dazugeben, aber ich finde textlich mega stark, mega Bombe, kann ich mir auf jeden Fall relaten. So, ich habe halt persönlich aus meiner Erfahrung immer gelernt, wenn du halt zu viele positive Sachen, also jetzt irgendwelche Outlets, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, zocken oder streamen jetzt aus dem Song raus, ne? Wenn es dir irgendwie Kraft gibt oder irgendwie, keine Ahnung, Sport zu machen oder mit Freunden weg, so irgendwas halt was Positives, ne? Was nicht in eine destruktive Richtung geht, sondern in eine proaktive, so, ist immer viel, viel besser. Klar, im Moment ist es einfach gesagt oder einfacher gesagt, weil man wahrscheinlich auf gar nichts mehr Bock hat. Man denkt sich so, alles irgendwie scheiße. Nur ich habe halt gemerkt, wenn man es komplett sein lässt, ne, und sich dann so reinfallen lässt, wie er schon so sagt im Text, so, das geht halt nie gut aus. Und kann ich auch nur betonen, ne? Also wenn ihr da draußen so selbst befangen seid in der Situation, so kann ich wirklich nur empfehlen, keine Ahnung, schreibt auch mit mir im Discord, schreibt mit der Community, wenn ihr da irgendwie Anschluss braucht, wenn ihr sagt so, oh, mir geht's gerade nicht so gut oder lasst uns ein Silvester oder neuer Stream machen. Könnte ich ehrlich gesagt voll, habe ich auch voll Bock drauf. Und ich meine einfach nur damit, ich habe für mich persönlich, kann ich nur sagen, habe ich immer die bessere Erfahrung gemacht, wenn ich irgendwie ein Outlet hatte, das in eine proaktive Richtung reingeht und mich nicht zu sehr hab fallen lassen. Aber es ist natürlich ein heikles Thema und jede Biografie ist anders und jeder hat so einen anderen Ansatz so. Und retrospektiv kann man immer viel sagen, aber das hat mich gerade so daran erinnert und dachte mir, oh. Mein Leben zu ändern von Grund auf und dass ich aus eigener Kraft es wahrscheinlich nicht schaffe und deswegen die Angst und den Druck brauch. 10 Kilo runter, aber immer noch fett. Seit Monaten habe ich keinen Schnaps mehr gekauft. Bin 1000 Mal an der Alster gelaufen und hab trotzdem jeden Tag eine Schachtel geraucht. Ich hab nicht mehr gestreamt, nicht mehr gezockt, nichts mehr gezogen und nicht mehr gesoffen. Alles, was ich konnte, gelöscht und geblockt. So unendlich viel Ablenkung fickt mein Kopf. Welche waren, ohne dass ich wusste, dass sie angefangen haben. Ich vermisse, wie ich war vor all diesen Jahren. Und ich vermisse die Gefühle, die ich schon lange nicht mehr hab. Krass, ja. Da ist was dran. If every dimension of your life seems to be falling apart, the most important thing is not to fix this thing over here, this thing over here, this thing over here, and this thing over here. It's actually to fix the common element, which is you. Oh, Dr. K. Oh, Dr. K ist hier am Start. Das Sample oder beziehungsweise die, die Stimme. Ich habe eben gedacht, Moment, Moment, den kenne ich doch. Dr. K, ja. Healthy Gamer GG, glaube ich, ne? Every dimension of your life seems to be falling apart. Yep. The most important thing is not to fix this thing over here, this thing over here, this thing over here, and this thing over here. It's actually to fix the common element, which is you. Krass. Meine Freundin habe ich rausgeschmissen. Ich brauchte die Stille und den Raum für mich. Jetzt bin ich wirklich allein, aber ich wollte es so. Ich habe die Unzufriedenheit in meinen Augen vermisst. Ich lass meine Haare jetzt wachsen. Mama trägt Glatze. Je mehr ich erwachsen werde, umso... Krass, ey, what? der holt aber echt auch raus, ne? Also es ist wirklich so eine emotionale Wunderkiste hier, was man so, Which is here. Meine Freundin habe ich rausgeschmissen. Ich brauchte die Stille und den Raum für mich. Jetzt bin ich wirklich allein, aber ich wollte es so. Ich habe die Unzufriedenheit in meinen Augen vermisst. Ich lass meine Haare jetzt wachsen. Mama trägt Glatze.
Je mehr ich erwachsen werde, umso mehr ist das alles nur noch schwer zu verkraften. Und wie eine Ironie des Schicksals, ein weiterer Freund tot, der jünger als ich war. Immer wieder wie ein eiskalter Blitzschlag, wenn man der Vergänglichkeit ins Gesicht starrt. Mach's gut, Bro, war schön, dich gekannt zu haben. Du hast mich fast nie enttäuscht in den ganzen Jahren. Ich war mir sicher, dein Leben kommt jetzt in andere Bahnen. Und vor ein paar Tagen stand ich dann an deinem Grab. Hoffnung unter falschem Namen, immer wieder an den kalten Tagen. Das Wichtigste ist, nicht zu lang zu warten und keine Angst zu haben. Mittlerweile hatte ich lächerlich oft die Chance für riesige Aufmerksamkeit. Und jedes Mal war das Feedback positiv und jedes Mal war's nach einem Augenblick vorbei. Und seit ein paar Jahren mache ich jetzt hin und wieder manchmal zur Abwechslung Techno-Lieder. Nichts Besonderes, ein bisschen zum Spaß, wenn ich grad keinen Bock auf was Richtiges hab. Und diese 16 hingeschissenen Tracks haben jetzt doppelt so viel Hörer und halb so viel Streams wie alle Statusberichte und Singles zusammen. Und meine 5 Alben und 3 EPs. Aber es ist okay, es macht Spaß, es ist egal, Hauptsache es fühlt sich richtig an. Scheiß auf die Zahlen, wenn es mich und ein paar Seelen da draußen glücklich macht. Ich war so kurz davor, es sein zu lassen, den ganzen Rap-Kram, scheiß auf alles. Zu viel Zeit alleine daheim verbracht und keine Kraft zum Weitermachen. Doch als wäre es ein Zeichen gewesen, diesen steinigen Weg noch etwas weiter zu gehen, haben sich in letzter Zeit bei so einigen Themen Chancen und Kontakte wie von alleine ergeben. Es ist schön, dass dieses gottverdammte Lied mich immer wieder dran erinnert, dass ich Mucke machen liebe. Denn ich vergesse nur zu oft, dass es auch etwas Gutes sein kann, wenn ich fühle. Ja, okay, hier, ich habe eine Stelle gefunden. Es ist so krass, ich will den Song eigentlich gar nicht unterbrechen, weil ich denke, das ist wie, also wie gesagt, so Bilder im Kopf, die du bei dem Song bekommst, so wie so ein Feuerwerk, so, weißt du, so die einzelnen großen Böller, die hochgehen und er rappt halt drüber, so, das habe ich im Kopf. Und ich finde es krass, weil, oh, warum, also weißt du, manchmal rege ich mich drüber auf, so innerlich, warum solche Künstler nicht bekannter sind, weil ich finde, der hat richtig einen Tiefgang, der hat intelligente Texte, man kann krass relaten, wenn man sowas Ähnliches durchgemacht hat. Es ist einfach für mich viel näher dran, als jetzt irgendwie ein Gangster-Rap per se. Klar ist es, ich habe ja schon mal gesagt, ein Rap ist für mich irgendwie Unterhaltung oder es gibt halt bestimmte Berichte, Bereiche, die halt komplett Entertainment sind. Aber wenn du halt merkst, dass da halt was hinten dran steht, dass es autobiografisch ist, dass halt, ne, wie eben auch bei Pierce Sports beispielsweise, dass du sagst, ey, das ist so krass, ne? Warum sind solche Leute einfach nicht bekannter? Warum gibt es einfach Künstler da draußen, irgendwelche sinnlosen Pop-Dinger, die einfach generische Texte haben, die irgendwelche Songs covern, die einfach nichts in der Birne haben, so, und jemand wirklich mit Tiefgang geht hier voll unter. Ich finde es mega schade. Aber auch hier, ne? Ah. Trotzdem bin ich dankbar, dass ich auf diese Perle, auf diese Juwelie gestoßen bin. Hey, Flo, vielen, vielen Dank für dein Cheers. Ich glaube, die erste Cheers. Danke dir. Ich hab Angst, meine Zukunft in die Hand zu nehmen. Ein Herz hinter Panzerglas, eine Prise Hoffnung und eine Handvoll Tränen. Keine Träume, keine Ziele, außer dem diffusen Wunsch von Mucke leben zu können. Krass. Aber neben dem Wünschen das Leben vergessen. Immer öfter hab ich kurze Momente, wo mir klar wird, wie okay mein Leben ist. Dass es kaum einen Grund gibt, angepisst zu sein. Das Problem bin ich. Mein Leben lang hab ich gedacht, mal noch abwarten. Eines Tages werde ich schon noch die Kraft haben. Und so hab ich gewartet bis heute. Meine Träume ertrunken im Schnapsglas. Es gibt keine Platin-Trophäe und es gibt kein New Game Plus. Das Ding ist hier, ich finde es geil, dass wir hier in so einem Live-Chat diskutieren. Wenn du auch mal dabei sein willst, join einfach twitch.tv/energizer und sei dabei, wenn wir live sind mit der A-Squad-Fam. Ich finde es so geil, dass wir so diskutieren, auch während den Songs, und ihr mir auch die ein oder anderen krassen Eindrücke gebt. Also mir gibt es auch so viel. Wisst ihr, das, was ich hier höre oder diese Gefühle, diese Emotionen, hatte ich halt früher so auch ganz stark im Metal-Bereich und konnte mich damit extrem identifizieren. Aber wenn ich sowas höre, dann denke ich mir so, oh yes, oh yes. Es gibt nicht mal ein gutes Ende. Irgendwann zieht einfach einer den Stecker und dann ist Schluss.
Warte nicht, bis es zu spät ist. Wart nicht so lange wie ich. Diese Angst, die du hast, die vergeht nicht. Lach deine Angst ins Gesicht. Dieses gottverlassene Irrenhaus dreht sich, ob mit oder ohne dich. Also schau nicht zurück auf dem Weg, Silvester 22 Statusbericht. Und während die ganze Welt den Bach runtergeht, versuche ich meinen ganzen Hass zu verstehen. Ich muss endlich was unternehmen und es ist fast schon zu spät. Es geht alles nicht so schnell, wie ich dachte, denn es ist überraschend schwer. Wenn alles eigentlich gar nicht so scheiße ist, aber sich trotzdem so anfühlt, als wenn es das wäre. Scheinbar geht's mir zu gut, scheinbar leide ich zu wenig. Wenn mein größtes Problem, das mich wahnsinnig macht, meine Zeit, die vergeht ist, was die meisten schon mit 16 wissen. Sorry, Elin, du schreibst es gerade eben an, ne? Elin, Sounds of a Playground Fading von In Flames, unfassbar gute Band, eines meiner Lieblingsbands ever. Ja, ich musste dran denken, ich dachte die ganze Zeit, gitarrenmäßig kommt mir das so krass bekannt vor irgendwie. Ah, das war Chosen Pessimist, das ich meinte. Kennst du das, Chosen Pessimist? Das ist auch irgendwie geil. Oh Leute, ich muss es machen, tut mir leid, ich muss es machen. Ich muss es machen. Ich hoffe nicht, ich hoffe YouTube verzeiht es mir, aber ich muss es machen. Ganz kurz, seht ihr die Ähnlichkeit? Moment. Hab ich bis heute nicht so recht begriffen. Vielleicht schaffe ich's noch laufen zu lernen auf den letzten Schritten. Man merkt erst, was man hatte, wenn es zu spät ist. Und es passiert immer zur falschen Zeit. Ich bin lebendig, doch leb nicht. Doch das ist jetzt ein für alle Mal vorbei. Worauf hab ich so lange gewartet? Es ist alles egal jetzt. Es ist fast schon zu spät. Also krieg dein Arsch hoch und leb! Ja, Mann! Ey, so gut. Fuck it, fuck it. Oh, nein. Das hittet irgendwie auch nochmal komplett anders. Ich dachte eben auch schon bei dem Tattoo, eine geile Message, dass jetzt irgendwie hier diese Positivität noch mit reinkommt, aber wirklich nicht cringy, sondern einfach nur mit dem Do it now. Finde ich voll geil so. Und dann... Liegt doch, lebt nicht. Doch das ist jetzt ein für alle Mal vorbei. Worauf habe ich so lange gewartet? Es ist alles egal jetzt. Es ist fast schon zu spät. Also krieg dein Arsch hoch und leb! Krass, 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 krass. Ich brauche mehr von dem. Ich brauche viel mehr von ihm. Leute, das war so geil, ey. Das war so geil. Danke.